Interaktion ist in allen Entwicklungsphasen sehr wichtig und sie beginnt übrigens schon im Mutterleib. Beziehungen sind wichtig für Menschen und ganz besonders für Kinder. Sie brauchen eine Gemeinschaft, in der sie sich wohl und sicher fühlen, um sich entwickeln und gut lernen zu können. Diese Gemeinschaft finden sie auch in der Kita. Dort wird mit allen gelebt, gefühlt, erkundet, gespielt und ausprobiert. Und dabei kommt nicht nur der Beziehung zwischen den Fachkräften und den Kindern eine große Bedeutung zu. Beziehungen gilt es unter allen Protagonisten zu pflegen und selbst über räumliche Distanz, wie in den letzten Monaten, zu wahren. Welche Rolle Interaktion hierbei spielt, genau darum geht es jetzt. Beziehungen sind nicht immer selbstverständlich und auch nicht immer harmonisch. Sie müssen aufgebaut und gepflegt werden. Welche Rolle die Interaktion dabei spielen kann, das verrät uns heute Ursula Günster-Schöning. Sie ist Prozessbegleiterin, Organisationsentwicklerin und sie ist Coach. Ich bin Sonja Ritter. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum Auftaktvortrag Interaktion als Schlüsselrolle. Sie, liebes Publikum, und dich, liebe Ursula. Wir interagieren schon seit geraumen Jahren, finde ich, sehr harmonisch und schön miteinander. Und ich freue mich, dass wir das heute von einer gemeinsamen Bühne aus machen können. Herzlich willkommen. Diese Bühne gehört dir. Ja, vielen Dank, liebe Sonja, für die wunderbare Anmoderation. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier auf der Didakta in Köln und Ihnen, die live dazugeschaltet sind. Ich freue mich sehr, dass es stattfinden konnte, dass wir uns begegnen, nach 2 Jahren der Nichtbegegnung, endlich wieder live und in Farbe auf einer Didakta zu sein. Wunderbar. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und schön, dass Sie auch dazugeschaltet sind. Ja, ich möchte mit Ihnen auf das Thema schauen, und zwar Interaktion als Schlüsselrolle. Die Interaktion, was passt denn da? Eigentlich nichts so gut wie gemeinsam zu starten. Und das würde ich jetzt mit Ihnen gerne machen. Ich lade Sie auch ein, wenn Sie das zugeschaltet sind, sich zu beteiligen. Dafür müssen Sie aber einmal ganz kurz aufstehen. Yes, yes, er freut sich. So soll es sein. Hat sich schon gelohnt zu kommen. Okay. Ich hoffe, Sie haben zu Hause auch mitgemacht oder in Ihrer Kita oder wo Sie immer sind. Ja, und jetzt kommt meine wichtigste Frage, warum ich das überhaupt gemacht habe. Wer von Ihnen ist der Meinung, wir haben gerade miteinander kommuniziert? Der hebt jetzt mal bitte die Hand. Okay. Wer von Ihnen ist der Meinung, wir haben interagiert? Der hebt jetzt mal die Hand. Und wer von Ihnen ist der Meinung, wir haben sowohl interagiert als auch kommuniziert? Spannend. Ja, ich weiß nicht, wie Sie sich entschieden haben. Hier im Saal gab es sehr gemischte Handhebungen, sowohl als auch. Und darum soll es gehen in der nächsten Stunde. Ich möchte mit Ihnen auf dieses Thema gucken. Und zwar möchte ich damit beginnen, dass wir so eine Begriffsschärfung noch machen. Und zwar eine Abgrenzung. Was ist die Kommunikation? Was ist die Interaktion? Gehört eigentlich beides zusammen oder gibt es da Unterschiede? Und damit auch mit Blick auf die pädagogischen Einrichtungen, die Arbeit mit den Kindern, den Eltern. Und am Ende würde ich gerne auch noch mal die Kinder besonders in den Blick nehmen, wenn sie mit uns interagieren. Lassen Sie uns vielleicht erstmal auf die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen schauen. Karl Friedrich Graumann war ein deutscher Psychologe und befasste sich in seinen empirischen Forschungen unter anderem mit dem Schwerpunkt die Bedeutung von Sprache in der Psychologie und in der Verschränkung von Kognition und Kommunikation. Ja, und er hat eine These aufgestellt, und zwar, dass er gesagt hat, die Interaktion geht nur durch den Austausch
von Informationen und bedeutet daher also Kommunikation. Okay, das heißt also alles Verhalten, was interpersonell passiert zwischen zwei Menschen, ob nun absichtlich oder unabsichtlich, ja, setzt immer eine Interaktion in Gang. Und ja, und das ist eigentlich die Kommunikation. Also könnte man im Prinzip eigentlich sagen, Kommunikation ist die Vermittlung und die Aufnahme und der Austausch von Informationen zwischen zwei Menschen. Oder ganz einfach, von, wie Thun von Schulz es auch gesagt hat, es gibt einen Sender, dazwischen einen Empfänger und da liegt die Botschaft dazwischen. Doch ist es wirklich so einfach? Ich habe da mal ein bisschen weiter gegrübelt und recherchiert und bin auf eine andere These gestoßen. Denn einfach zu sagen, immer wenn wir kommunizieren, interagieren wir auch, also das ist gleichzeitig, oder wer interagiert, kommuniziert auch gleichzeitig, kann das denn wirklich so sein? Denn wir müssen ja etwas beachten, zum Beispiel jetzt, ich rede jetzt gerade mit Ihnen, es gibt aber auch Menschen, die zum Beispiel jetzt gar nicht hier im Raum sind und trotzdem irgendwie dabei sind. Ist es das Gleiche, als wenn die jetzt hier sitzen würden? Und da bin ich auf George Caspar Holmes gestoßen. Das ist ein US-amerikanischer Soziologe. Und der hat gesagt, nee, man muss das ein bisschen anders angucken. Es gibt einen engen Begriff und einen weiten Begriff. Und das habe ich Ihnen einfach mal mitgebracht, nämlich die enge Auseinandersetzung damit zu sagen, Kommunikation bezieht sich eigentlich nur auf die sprachlichen Anteile, also auf den Austausch, während die Interaktion auch die nonverbalen Anteile besonders in den Blick nimmt, also die nichtsprachlichen. Und Klaus Merten, das ist auch wiederum ein deutscher Kommunikationswissenschaftler, der untersuchte über 160 Begriffsbestimmungen von der Kommunikation und erklärte genau das Gleiche auch, nämlich, dass er sagt, es gibt einen engen und einen weiten Begriff. Die kanadische oder der kanadische Soziologe Erwin Groffmann, der hat noch einen interessanten Aspekt dazu gebracht und den würde ich gerne noch mit reinholen hier zu uns. Er hat nämlich gesagt, hey, Kommunikation und Interaktion müssen wir betrachten unter dem Aspekt der Abwesenheit. Das heißt, Kommunikation kann immer auch stattfinden, wenn ich nicht anwesend bin. Ja, und hier bei dem kleinen Jungen sieht man das sehr genau. Ja, ich weiß nicht, wer an seiner anderen Seite ist. Er kommuniziert gerade, aber das geht, obwohl der andere nicht sichtbar ist. Machen wir im Grunde jetzt auch. Es sind Menschen dazugeschaltet und irgendwie kommunizieren wir miteinander, obwohl sie nicht sichtbar sind. Wenn sie eine E-Mail schreiben, wenn sie einen Brief schreiben, sie legen ein Zettelchen hin für die Kollegin, denkt noch dran oder du, ich bin gerade was holen, die kommt wieder, liest das. Die Kommunikation hat stattgefunden, die Information ist geflossen, obwohl sie nicht anwesend war. Also der Aspekt der Abwesenheit ist wichtig. Und genauso können wir es jetzt umkehren und nämlich sagen, die Interaktion braucht die Anwesenheit. Sie braucht das Gegenüber. Ich gehe in Beziehung mit jemandem, wenn ich interagiere. Das heißt, er ist da, so wie wir es eben auch gemacht haben. Sie waren hier, ich habe hier vorne gestanden. Sie haben das gespiegelt, was ich gemacht habe. Und wir waren in Interaktion. Die Professorin für Sozialpsychologie, Ursula Pinotkowski, die schreibt der Kommunikation den Begriff zu, dass sie sagt, Interaktion ist Beziehungsqualität. Interaktion macht Beziehungsqualität sichtbar. Erst in der Beziehung kann man interaktiv tätig werden. Ich kann auch beim Telefonieren interagieren. Das machen auch viele, sie gehen rum und gestikulieren, nur der andere sieht es natürlich nicht. Ja, und das ist manchmal auch bei Kindern zu beobachten, wenn die telefonieren, wenn da eine Frage gestellt wird, die nicken dann. Ja, sie, ja, oder die machen, zeigen dann auf etwas. Ja, und die Mama sagt dann, nee, das musst du erklären, das kann die Oma nicht sehen, weil die ist ja an der Seite. Ah, okay, also die Interaktion braucht die Begegnung, braucht den Menschen. Und jetzt könnte man das mal ganz kurz zusammenfassen und sagen, okay, Interaktion ist also eigentlich nichts anderes als das Einpendeln zwischen zwei Menschen, die in einer wechselseitigen Beziehung sind. In einem im Grunde schon stummen Dialog, dadurch, dass sie etwas tun, sich begegnen und so miteinander interagieren. Es ist aber im Prinzip auch ein Prozess des gegenseitigen Handelns. Und auch der Beeinflussung. Und damit im Grunde, je häufiger wir das tun und je öfter das passiert, desto vertrauter werden wir miteinander. Vertrautheit passt gut zum Begriff der Interaktion. Und die
Wichtigkeit ist gerade mit Blick auf Kinder etwas, was unsere Arbeit im pädagogischen Bereich für Sie als pädagogische Fachkräfte so wichtig und auch wertvoll macht. Sie interagieren immer. Das macht es auch manchmal so herausfordernd, weil wir uns nicht abschalten können, sondern wir sind mit den Kindern immer zusammen. Sie sehen uns. Wir wirken über unseren Körper, unsere Sprache, unsere Haltung, über wie wir schauen, wie wir reden, wie wir unsere Gestik und Mimik benutzen. Und das macht es auch so besonders. Erzieherinnen und Erzieher hören zu. Sie fragen nach. Sie schaffen Gesprächsimpulse am Morgen, im Morgenkreis oder im Abschlusskreis oder zwischendurch am Frühstückstisch. Sie lachen mit den Kindern, sie trösten sie, sie beruhigen sie mit sanfter Stimme. Sie schreiten ein, sie inspirieren, indem sie etwas mitbringen und machen, oh, die Kinder denken, was hat die denn? Aber das ist spannend und da gucke ich hin, oh, da passiert was. Und nur dieses, oh, eigentlich gar kein Wort, sondern vielleicht etwas Paraverbales. Ich benutze meine Stimme, ich modelliere sie und ich gebe einen Impuls und es setzt etwas in Gang. Und diese herausfordernde Wichtigkeit, die Beziehungsgestaltung, die Interaktion möglich macht, die liegt dann in den Händen der Erzieherinnen und Erzieher. Und daher brauchen wir vielleicht ein ganz neues Wort. Ich habe mal ein bisschen geschaut, welches Wort, welcher Begriff vielleicht passender wäre als Erzieherin oder Erzieher. Und da bin ich auf die Bezieherin und den Bezieher gekommen. Gerlinde Lill hat es in ihrem Buch Wörter versenken vom Sinn und Unsinn pädagogischer Begriffe wunderbar beschrieben. Sie schreibt, was wäre es toll, wenn wir Resonanzerzeugerinnen und Erzeuger wären, Resonanzdesigner, Beziehungsgestalter und Gestalterinnen. Und Resonanz meint ja laut dem Wörterbuch auch so etwas wie Einschwingen, in Anklang kommen. Da gibt es einen Widerhall, der mich erfasst, mich begeistert, mich begleitet. Sie schreibt sogar der Resonanz die größte pädagogische Qualität zu, die wir erzeugen können. Im anderen etwas zum Schwingen bringen. Eine wunderbare Sache. Beglückend, erfassend. Selbst wir als Erwachsene sind froh, wenn wir in Resonanz kommen. Wir geben eine Idee rein in der Teamsitzung und dann kommt nicht ein Augenrollen oder das hatten wir schon vor 3 Jahren, hat nicht geklappt. In die Tasche gemurmelt, sondern, oh wow, ja spannend, erzähl mal, wow. Oder es reicht schon, wenn eine Kollegin hochguckt und den in dem Moment Daumen hoch macht, das ist schon Bestätigung und ich gehe in Resonanz. Und das machen Erzieherinnen und Erzieher im Alltag ganz, ganz häufig. In Resonanz gehen mit Kindern, sich einschwingen, gucken, lächeln, zur Seite blicken. Bestätigen, in Resonanz sein. Und das Schönste, was wir da tun können, und das beschreibt Frau Lill sehr praxisnah und wunderbar, und deswegen habe ich es als Zitat mitgebracht. Sie sagt, was beflügelt mehr als das Gefühl mit dem, was man tut, in Anklang und Anerkennung zu finden. Was ist beglückender als das Erlebnis, mit den eigenen Gedanken und Fantasien Widerhall zu erleben? Was ist wohltuender, als verstanden und gespiegelt zu werden? Was macht mehr Spaß und setzt mehr Kreativität frei, als gemeinsam an Ideen zu spinnen? Wir alle laufen zur Höchstform auf. Es verbindet sich Leistung und Lust. Ja. Und da gibt es ganz schöne Möglichkeiten im Alltag, das gut hinzubekommen. Und das Wichtigste, was wir haben, ist unser Gesicht. Deswegen sind Kinder auch auf Gesichter fixiert. Sie schauen uns an. Wie schlimm war das für Sie die letzten Jahre, wo ein Großteil des Gesichtes nicht sichtbar war, nur die Augen? Es ist schwer, Augen zum Lachen zu bringen, wenn ich eigentlich meinen Mund nicht mitbenutzen kann. Und deswegen schauen Kinder uns an, von Antlitz zu Antlitz. Sie haben dafür ein genetisches Programm mitbekommen. Das Gesichtsfeldareal, was im Gehirn verankert ist. Sie nutzen die Spiegelneuronen und sie schauen uns an und wir lächeln zurück. Lächeldialoge. Eine wunderbare Form der Interaktionsmöglichkeit. Es gibt ganz, ganz viele Arten zu lächeln.
Ich kann bestärkend lächeln, anerkennend lächeln, wohltuend lächeln, beruhigend lächeln. Ich kann lächeln und ermutigen. Ich kann schmunzelnd lächeln. Und ich kann lächeln, das sagen, naja, das war jetzt nicht so der Brüller, aber okay, ist in Ordnung. Und all das kennen Sie auch im Alltag. Mit differenzierten Lächeln kann ich bestätigen und anerkennen. Mit Lächeldialogen kann ich Beziehung aufbauen, das kostet mich nichts im Vorbeigehen. Ich kann lächeln, wenn die Situation noch so schrecklich ist. Ein Lächeln macht ganz viel Resonanz beim anderen und in der Regel lächelt der andere zurück. Und selbst wenn er nicht lächelt, nimmt er das Lächeln aber an. Und es entsteht etwas Zwischenmenschliches zwischen zwei oder mehreren Menschen, was Worte manchmal überhaupt nicht können, nicht ausdrücken können, in einer Situation, wo mir die Worte fehlen. Und als die Sprache an ihre Grenze kam, fehlten ihr die Worte. Olles Hansen-Gedicht. Ja, aber was dann immer geht, ist die Interaktion. Manchmal reicht ein Handauflegen, manchmal reicht nur die Geste, die Hand hinzuhalten. Manchmal reicht ein liebevoller Blick. Oder manchmal reicht einfach ein Lächeln, das sagt, hey komm, wir kriegen das gewuppt irgendwie, wir beide. Und damit Resonanz erzeugt. Wie schön wäre es, wenn Sie künftig gefragt werden, hey, was machst du beruflich? Und dann sagen Sie, ich bin Resonanzdesigner. Ja? Oder die Kollegin, die gefragt wird, hey, du alles im Kindergarten, was machst du so? Ich bin Beziehungsgestalterin. Ja? Das ergibt dann automatisch manchmal eine Nachfrage. Du bist Resonanzdesigner, arbeitest du beim Hörfunk oder irgendwie so? Nee, ich arbeite in der Kita. Das ist mein Job, Resonanzdesigner zu sein. Ich bin nämlich dafür verantwortlich, Beziehungen entstehen zu lassen, Beziehungen aufzubauen, Beziehungen wachzuhalten, mit Kindern in Beziehung zu gehen und Eltern. Denken Sie alleine an die anstrengende Eingewöhnungsphase. Alles ist neu, alles ist schwierig. Kinder wie Eltern kommen mit sehr ambivalenten Gefühlen. Und dann lächelt mich jemand an. Und das vermittelt mir sofort, oh, es wird irgendwie gut. Ja, es wird irgendwie gut. Und dafür habe ich jetzt noch mal ein Beispiel mitgebracht, was ich im Internet gefunden habe, was ich finde, das passt wunderbar zu unserem Thema. Und das würde ich jetzt einmal ganz kurz zeigen. Das ist so ein kleiner Schnipsel, eine Minute. Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo também temorado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim, sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é só me correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera. Ja, ich glaube, jede von uns und jeder von uns kann sich vorstellen, wie die Kinder in der Klasse waren. Ich habe das mal vorbereitet. Nein, Scherz. Das würde zu lange dauern, wenn wir das jetzt nachspielen würden. Aber wir haben das gemacht in einer Kita. Ich war so geflasht von diesem kurzen Video, dass ich gedacht habe, das bringe ich in meiner Arbeit als Prozessbegleiterin, als Weiterbilderin, als Idee mal mit ein und guck mal, wie gehen pädagogische Fachkräfte damit um. Wenn man so zuschaut, denkt man, boah, eine Minute ist ganz schön lang. Aber für diese Kinder, dieser kurze Moment, wow, das war ein wunderbarer Start in den Morgen. Und jetzt nach dieser Zeit der Nichtbegegnung, des nicht in Kontakt kommen, des Abstands halten, oh, wie wohltuend. Vielleicht für einige Kinder die einzigste 1:1-Bezug am ganzen Vormittag in der Schule.
Und dann haben wir geguckt, kann man sowas runterbrechen auf den Kindergarten? Ich meine, sie können sich schlecht morgens an die Tür stellen und jede Mutter bitten, so auf, zu zeigen, wie sie begrüßt werden möchte. Vielleicht noch jedes Kind, aber dann würden sie wahrscheinlich am ganzen Morgen nichts anderes mehr machen. Und deswegen haben wir überlegt, wie könnte sowas gehen? Kann man sowas ausprobieren? Darf man sowas tun? Ja. Und zwar in einer Kita in Mülheim an der Ruhr, 22 verschiedene Nationalitäten. Wir haben noch um ein Schild ergänzt, also ein Zeichen, nämlich man kann sich auch so begrüßen oder mit der Hand auf das Herz und sich dann verbeugen. Und das war die Situation nach dem Mittagessen. 60 Kinder essen da zu Mittag, ungefähr 20 gehen schlafen, 40 gehen dann in die stille Zeit. 20 Minuten nach dem Mittagessen stille Zeit. Und die Erzieherin sagten, es ist immer so wahnsinnig schwierig, die Kinder dann wirklich auch runterzubekommen. Und dann sind sie angefangen und haben gesagt, wir machen jetzt mehrere Räume. Die Kinder können aussuchen, in welchen Raum gehen sie. Und vor dem Raum waren die Zeichen. Und die Kinder stellten sich auf. So, und dann dieses, okay, ich darf das aussuchen, Partizipation, wie ich begrüßt werden möchte, was passt mir jetzt gerade gut? Heute vielleicht die Umarmung und morgen vielleicht ein lockeres Abklatschen oder der kleine Wackeltanz. Ja, und die Erzieherinnen sagten, ja, am Anfang war es ein bisschen knubbelig, aber das ging nach ein paar Tagen super gut. Jetzt bestehen die Kinder drauf, die sprechen schon im Mittagessen davon, was nimmst du heute? Okay, ja, Beziehungsgestaltung, ganz einfach, kostet nichts, über die Interaktion als Medium. Kinder besitzen so vielfältige Möglichkeiten, ihre Selbstentwicklungspotenziale auszuschöpfen. Ich habe noch mal ein zweites Beispiel mitgebracht als Bild. Spielen, Selbstbildungspotenziale ausbilden. Jetzt könnten wir dieses Spiel auch wieder unter dem Aspekt der Kommunikation betrachten und der Interaktion. Pädagogische Fachkräfte haben den Auftrag, Sprache anzulegen, anzuregen, zu begleiten, alltagsintegriert. Ja, das machen wir auch. Und trotzdem hat die Kommunikation einen anderen Auftrag als die Interaktion. Würde ich jetzt mit diesem Kind zum Beispiel mit den Klötzen spielen und vielleicht wären noch ein, zwei andere dabei und ich würde die Kommunikation als Maßstab legen, dann würde ich vielleicht sagen, ich rege an, ich bringe neue Wörter ins Spiel, ich frage vielleicht, schau mal und guck mal, oh, was ist das für eine Farbe, oh, wie hoch ist der Turm, ich könnte vielleicht grammatische Ideen mit einbringen, der Steigerungsform von hoch, höher, am höchsten, mathematische Begriffe wie mehr und weniger, gleich viel, ich könnte mit dem Kind ins Gespräch darüber kommen, was baust du denn? Aber wenn ich die gleiche Situation nutzen würde für die Interaktion, würde ich ganz anders vorgehen. Dann würde ich mich vielleicht erstmal nur dazusetzen und schauen, beobachten, nichts machen, lächeln, aufmerksam sein. Und wenn das Kind mir dann vielleicht von sich aus einen Klotz rein, würde ich sagen, oh, danke, was soll ich jetzt machen? Oder ich lege ihn vielleicht dazu, oder ich nehme vielleicht einen Klotz und gestalte, indem ich einfach nur den Klotz neben den Klotz lege. Also ich warte ab. Hier ist das Prinzip, Kind führt. Und dann kommt die Sprache vielleicht dazu, die Kommunikation ergänzt. Aber erstmal gehe ich über die Interaktion rein. Und ich bin ganz häufig auch in meiner Arbeit als Prozessbegleiterin in Kindertagesstätten und dann bin ich Hospitant. Ich sitze in der Ecke an der Wand, beobachte die Erzieherinnen und Erzieher in ihrem Tun, weil sie mich gebeten haben, heute vielleicht mal bewusst auf die Sprache zu achten oder ihre Interaktionsfähigkeit. Aber indem ich da beobachte, beobachte ich natürlich auch die Kinder. Und da erlebe ich das manchmal auch, dass ich da sitze, weil ich mache bewusst gar nichts, ich spreche nicht und sitze da nur, dass Kinder sich, kennen sie vielleicht auch so, ranrobben. Die kommen dann immer näher und irgendwann sitzen sie neben mir und dann gucke ich. Ja, und wir haben noch nichts gemacht, aber schon fast eine Viertelstunde miteinander kommuniziert. Über Blicke, über Lächeln, über dass ich rücke und sie sich daneben setzen können oder dass sie ihre Hand auf mein Bein legen und ich dann ganz bewusst gucke und denke, okay. Und einmal ist es mir passiert, da habe ich geguckt und ich habe ein Kind beobachtet, das ging so hinter ein Regal. Und das war aber eigentlich eher so ein Beobachten wie, oh ja, mhm. Und ich war so in meinen Gedanken und auf einmal merkte ich, dass das Kind mich die ganze Zeit anguckte und dann irgendwann so machte. Und da stellte ich fest, ah, der drückt sich gerade was in die Hose. Und es war ihm jetzt sehr unangenehm, dass ich die ganze Zeit geguckt habe, mit ihm interagiert habe, weil er wollte eigentlich seine Ruhe haben, damit er in Ruhe sein Geschäft machen kann.
Und da habe ich gedacht, ja, auch das, ja, ich muss eigentlich, wenn ich gucke, gucke ich und ich bin in Interaktion. Okay, und dann habe ich natürlich netterweise weggeguckt und dann war das Kind auch zufrieden, stellte sich hin und glücklich ging es dann vom Regal weg und meinte zu erzählen, ich habe Kack gemacht. Und die erzählen, prima. Ja, so setzte sich das dann weiter fort. Kommen wir wieder zurück. Beziehungsgestaltung. Die Bauklötze, das Tun. Eins bedingt das andere. Kommunikation und Interaktion ist immer nicht voneinander zu trennen und manchmal ganz klar. Wie gehen wir mit Kindern um? Wie wirken wir im Alltag? Was tun wir und was tun wir auch nicht? Denn es gibt ein schönes Zitat, tun Sie es oder tun Sie es nicht, beides hat Auswirkungen. Und ich kann gucken und das kann wehtun, wie ich gucke. Und ein Blick sagt mehr als 1000 Worte, aber ein Blick kann auch verletzen. Ein Blick kann auch sagen, du bist nicht gut, so wie du bist. Ein Blick kann auch sagen, puh, wärst du doch gar nicht da. Und das darf nicht passieren. Im Alltag mit Kindern. Sie sollten Blicke einfangen, die ihnen rückmelden, du bist ein Geschenk, schön, dass du da bist, selbst wenn sie mal nerven. Sie dürfen erleben im Gesicht, dass sich was verändert, wenn es nervt. Und deswegen gucken sie auch so intensiv. Beziehungsgestaltung ist das zentrale pädagogische Instrument des Handelns. Und wir gestalten das. Wir sind wichtig für Kinder. Sie nutzen ihre Selbstentwicklungspotenziale und gleichsam setzen wir dadurch, indem wir Impulse setzen, den wichtigsten Motor für Entwicklung in Gang, die Neugierde. Neugierde, neugierig sein, die Gier auf Neues. Das schaffen wir, indem wir wirken über unser Tun, unser Handeln, indem wir Dinge mitbinden, indem wir Räume gestalten. Und deswegen sind zwei Faktoren für mich auch ganz wichtig in diesem Kontext. Erstens, die Gestaltung des täglichen Miteinanders der Interaktion auf der verbalen, aber auch auf der nonverbalen Ebene. Und das Zweite, die Gestaltung der Räume und der zeitlichen Rahmenbedingungen. Wie viel Zeit nehme ich mir für was? Nähe und Kommunikation mit vertrauten Personen brauchen Zeit. Und darüber hinaus braucht die Zeit, dass ich mit dir vertraut werde. Erst wenn ich mich vertraut gemacht habe mit dir, kann ich mich einlassen auf dich. Beziehungsgestaltung braucht Zeitwohlstand. Das ist das Schönste, was wir geben könnten. Und manchmal ist unser Alltag so schnell und durchgetaktet, dass gerade die Zeit an ganz vielen Ecken und Kanten fehlt. Da würde ich Mut machen, sich die Zeit zu nehmen. Beim Wickeln, beim Spiel, beim Lesen, beim der Frage des Kindes, sie sagt, normal, ja, nochmal. Ich nehme mir die Zeit dafür dich. Und das Verhalten der Bezieherinnen und Bezieher ist daher Teil der kindlichen Welt. Wie erleben sie sie? Und so bilden sich Kinder mit uns gemeinsam weiter in der Co-Konstruktion, aber genauso auch alleine im Tun, indem sie sich sicher fühlen. Wenn ich in einer guten Beziehung bin, bin ich sicher. Dann schaltet sich mein Explorationsverhalten ein. Das ist nämlich in der Wechselbeziehung zum Sicherheitsverhalten. Wenn ich mich unsicher fühle, nicht wohlfühle, dann gehe ich in den Sicherheitsmodus und dann exploriere ich nicht. Das können wir auch bei Erwachsenen bemerken. Wenn die in einem Raum sind und sich nicht wohlfühlen, dann explorieren die nicht, dann bringen die sich nicht ein. Dann denken sie, ich muss hier gut auf der Hut sein, weil vielleicht kommt gleich eine flapsige Rückbemerkung oder ich werde hier vielleicht sogar bloßgestellt oder vorgeführt oder lächerlich gemacht, da mache ich lieber nichts. Und wenn wir wollen, dass Kinder explorieren, aus sich herauskommen, in den Selbstbildungsmodus gehen, dann müssen wir Sicherheit bieten. Und das schaffen wir über eine gute Beziehungsebene. Und die Resilienzforschung, die guckt ja auch drauf. Die sagt, was brauchen denn Kinder, um resilient in die Zukunft zu gehen, gestärkt in die Zukunft zu gehen? Selbst- und Fremdwahrnehmung ist da wichtig, aber auch die Selbststeuerung oder die Selbstwirksamkeit oder auch das Selbstvertrauen über das soziale Verhalten erlernt und die Stressbewältigung, die Inhibition, mit dem eigenen Körper in einer Situation gut zurechtzukommen und wenn es schwierig wird, auch durchzuhalten. Das alles kann ich nur entwickeln, erlernen im Kontext mit anderen, mit Beziehung und Bindungspersonen. Und deswegen gibt es auch aus 50 Jahren Resilienzforschung einen ganz wichtigen Satz, nämlich eine gute Beziehung ist der wichtigste Schutzfaktor fürs Kind.
Und die Resilienzforscher haben ja bei widrigsten Umständen von Kindern geforscht und geguckt, wie können die, obwohl die Bedingungen so schlecht sind, sich teilweise doch noch so gut entwickeln. Das lag nicht an einem Haus oder materiellen Dingen, die ja teilweise in Slums, wo das dann erforscht wurde, gar nicht vorhanden war oder nur ganz rudimentär. Es waren die Menschen. Der Mensch, der dem Kind das Gefühl gegeben hat, du bist wichtig, du bist richtig, du bist gut, so wie du bist. Und es ist gut, dass es dich gibt. Und dieser Glaube, der dann wachsen kann an mich selber, der versetzt Berge. Das kennen Sie vielleicht auch. Und deswegen ist eine gute Beziehungspartnerschaft mit den Kindern. Ich bin Bezieherin und Bezieher und ich baue Beziehungen aus, erweitere sie. Auch das, was wir im Alltag für uns brauchen und nutzen. Beziehungsgestalterin sein und werden. Und gerade jetzt nach 2 Jahren Pandemie, wo ganz viel Beziehung auch auf der Strecke geblieben ist, wo ganz viel nicht stattfinden konnte, wo Kinder erlebt haben, dass sie ein Risikofaktor waren, also die Oma den Opa nicht besuchen durften, wo vieles hieß No Touch, keine Berührung, Abstand halten, wo man ihnen am Anfang der Pandemie die sozialen Kontakte sogar weggenommen hat, sie in der Kita begrenzt hat auf Räume, Außenbereiche, wo man ihnen Spielmöglichkeiten weggenommen hat mit dem liebsten Partner aus der anderen Gruppe, aber es durfte keine Begegnung stattfinden. Man hat ihnen da übrigens auch sehr viele ihrer Rechte weggenommen, ihrer Selbstbestimmungsrechte und der Partizipation, sich zu beteiligen. Und deswegen ist jetzt gerade die Interaktion, die Beziehungsgestaltung nochmal um ein ganz Vielfaches wichtiger. Kinder brauchen Bezieherinnen und Bezieher, die ihre verbalen und nonverbalen Möglichkeiten genauso nutzen wie die verbalen. Wir brauchen Erzieherinnen und Erzieher, die liebevoll sprechen, die ihnen ein Gefühl der Sicherheit vermitteln, aber gleichsam auch Orientierung und Grenzen geben, damit ich mich in dieser großen Welt zurechtfinden kann und die ihnen immer wieder helfen, auch wenn sie an eigene Grenzen kommen, diese zu überwinden und aus sich selbst herauszuwachsen. Und das geht nur in einem erfolgreichen, gegenseitigen Miteinander im Wechsel, im Austausch, wenn beide Spaß haben. Und deswegen gibt es auch so kommunikative oder interaktiv fördernde Grundhaltung. Ich habe hier mal so ein paar Bubblen aufgemacht. Sie kennen die alle. Es ist ihr tägliches Geschäft. Und trotzdem ist es hin und wieder gut, immer noch mal wieder da drauf zu gucken. Wie interagiere ich eigentlich? Schaue ich jedes Kind an beim Sprechen? Das ist ja auch etwas, was wir manchmal bei den Eltern erleben, wo wir dann intervenieren. Ja, nicht auf das Handy zu schauen, sondern das Kind anzuschauen. Sei mit mir in Kontakt. Dock an, face to face. Geteilte Aufmerksamkeit, sei ganz bei mir. Psychisch und physisch, nonverbal und verbal. Und es geht da immer um dieses Wechselseitige, das Pendeln, das Hin- und Herschwingen. Und wichtig ist, da auch auf die Initiativen des Kindes einzugehen. Kinder senden uns genauso Signale, paraverbal und nonverbal. Und es ist eine Kunst, diese Signale einzufangen, gut zu interpretieren, um dann angemessen und prompt darauf zu reagieren. Und das ist ja auch die Herausforderung im erzieherischen Alltag bei Ihnen. Jeden Tag so viele Kinder. Die Kinder sind ja nicht immer alle lieb, sondern sie sind herausfordernd, manchmal gar wild, zeigen uns kreative Verhaltensweisen, die uns wieder herausfordern und wo wir denken, oh, wie soll ich in dieser Situation da jetzt noch angemessen und wohlwollend mit umgehen? Am liebsten würde ich, machen wir aber nicht. Und das ist auch genau das, was sie ausmacht als Bezieherinnen und Bezieher, als Resonanzdesignerin, als Erzieherin und Erzieher. Auf die Kinder eingehen und das ihnen geben, was sie brauchen, nämlich in den Flow zu kommen. Der Flow ist etwas, was Sie auch alle kennen. Da läuft es. Da muss ich nicht viel machen. Das geht wie geschnitten Brot. Und Dörte Wetzin, die hat gesagt, Erzieherinnen und Erzieher sind eigentlich Expertinnen und Experten im Flow erzeugen, im Flow begleiten von Kindern. Wenn wir es schaffen, dass die Kinder einmal am Tag in den Flow kommen, haben wir einen super Job gemacht. Und vielleicht müssen wir deswegen hin und wieder einfach weniger machen. Weg von der Angebotspädagogik hin zur Beziehungspädagogik. Ich bin da, ich habe Zeit für dich, ich nehme mir Zeit für dich, ich gebe dir Zeit.
Und so gehen Bezieherinnen und Bezieher aktiv auch auf Kinder zu, ermöglichen positive emotionale, soziale Erfahrungen. Oder auch mit Blick auf die Eltern. Der dänische Familientherapeut Jesper Juhl, den kennen Sie vielleicht, der hat das mal wunderbar in einem Zitat auf den Punkt gebracht. Er sagte, in allen Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern sind ausschließlich die Erwachsenen für die Qualität des wechselseitigen Umgangs miteinander verantwortlich. Und in der Kita? Die Beziehungsgestaltung liegt immer in den Händen der pädagogischen Fachkraft. Ich nutze dieses Zitat übrigens manchmal auch, wenn ich mit Eltern arbeite. Dann frage ich sie, was hat das mit ihnen zu Hause in ihrem Alltag zu tun? Sie sind für die Beziehungsgestaltung zuständig. Vor allen Dingen in der Phase, wenn Eltern die Kinder noch sehr klein haben, 2 Jahre und die Autonomiephase anfängt und die Kinder durch ihr Verhalten, das sich hinschmeißen, schreien, in Interaktion gehen mit Händen und Füßen, Eltern scheinbar herausfordern. Sie richten eine Frage an die Eltern und manche Eltern verstehen das als Provokation. Und wenn ich dann das nehme und sage, ihr seid für die wechselseitige Beziehung verantwortlich, das liegt in euren Händen, dann gehen keine Argumente mehr wie, das Kind hat mich ja herausgefordert, das Kind bockt ja immer rum, der provoziert mich ja, der schreit ja nach einer Ohrfeige. Nee, weder nach dem einen noch nach dem anderen. Er stellt eine Frage. Und das ist auch manchmal ja gerade für pädagogische Fachkräfte im U3-Bereich so herausfordernd, wenn die verbale Sprache noch fehlt, wenn die Kinder sich nicht ausdrücken können. Wie einfach wäre das, wenn das Kind sagen würde, du Mia, das ist hier gerade so laut, 15 Kinder, die spielen hier alle, Janosch, der schreit und trampelt, ich glaube, ich kriege ein bisschen Migräne, könntest du mir mal gerade Unterstützung geben? Ja, dann würde ich sagen, super. Aber das macht Mia nicht. Mia schmeißt sich hin und schreit, weil sie gerade frustriert ist darüber, dass es nicht funktioniert und sie interagiert auf die einzigste Art und Weise, die sie in diesem frühen Alter kann. Tja. Resonanz. Auch das macht Mia, sie erzeugt Resonanz. Und diese Beziehungsgestaltung, die ist wiederum von uns abhängig, wie wir in diese Resonanz gehen. Da tut es gut, hin und wieder mal ein bisschen zu reflektieren. Ich habe mal ein bisschen geguckt, wo kann man was Gutes finden zum Reflektieren. Es gibt tolle Fachbücher. Ich habe mir mal das Buch geschnappt, Ich, Du, Wir, von Wiebke Wüstenberg und Cornelia Schneider. Und da habe ich diese Tabelle entdeckt, die ich sehr schön fand, die man sehr gut noch mal nutzen kann, um verschiedene Settings auch durchzugucken. Wie verhalte ich mich eigentlich? Ja, in welchem Bereich? Wie bin ich da aufgestellt? Was ist mir da ganz wichtig? Manchmal ist es aber auch gut, die Resonanz im Team nochmal durchzusprechen. Wie erlebst du mich? Das setzt natürlich die Bereitschaft zur Offenheit voraus, sich auch dem zu stellen, dass die Kollegin sagt, du heute ganz ehrlich in der Essenssituation, da müssen wir echt nochmal drüber sprechen, wie du da mit dem Max umgegangen bist und dem Jamal, puh, das hat mir Bauchschmerzen gemacht. Darf sowas angesprochen werden? Haben wir in unserer Kita eine Kultur des Hinsehens, uns Ansprechens oder des Wegsehens und Leugnens? Und wegguckens. Resonanz erzeuge ich immer und überall. Und da bedeutet Resonanz nicht, dass ich möglichst viel immer in Schwingung bin auf der Jalla-Ebene, sondern dass ich die Resonanz echt und ehrlich rückkoppel an die jeweilige Situation. Und manchmal muss ich auch rückkoppeln, dass das, was jetzt gerade passiert, nicht in Ordnung ist. Aber ich muss mir immer gut überlegen, wie ich das mache. Und manchmal können wir sogar in solchen Situationen, wie man etwas rückmeldet, von Kindern lernen. Ich habe dazu noch mal wieder einen ganz kleinen Filmschnipsel von einer Minute mitgebracht, von 2 Kindern, die in Interaktion und in Resonanz sind und ganze 2 Wörter benutzen. Doch. 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 Do
Und dann machst du ein Stück Apfel. Hätten wir genauso gelassen in dieser Situation als pädagogische Fachkraft reagiert? Ich weiß es nicht. Aber die Resonanz war da. Sie haben paraverbal agiert, die Stimme angepasst, lauter geworden. Nach einem einfachen Doch kam ein einfaches Nein. Nach einem Nein, Nein kam ein Doch, Doch. Ja, es wurde gependelt und hin und her geschwungen und dabei ganz gelassen das Ei verspeist. Es wurde auch nichts abgegeben, weil war mein Ei. Und am Ende sogar noch ein zweites gepellt. Locker vom Hocker. Ja, ich weiß nicht, ob uns das genauso gut gelungen wäre. Ich glaube, vielleicht nicht. Wir hätten vielleicht Erklärungen hinterhergeschoben, auf die Vernunft appelliert, selbst bei diesem ganz kleinen Kind erklärt, warum ich jetzt ein Ei habe, hätten vielleicht geteilt und abgegeben, wer weiß. Aber hier war das Hin- und Herpendeln, die Interaktion ganz deutlich und wunderbar sichtbar. Warum? Weil die Interaktion zwischen Kindern nochmal anders ist als zwischen Erwachsenen und Kind. Weil es gibt kein Machtgefälle. Und wenn die Kinder vor allen Dingen so ungefähr gleichaltrig sind. Und dieses Machtgefälle, das wird rausgenommen. Und gleichsam kann ich trotzdem wunderbar meine eigene Stimme erproben und auch meine eigene Persönlichkeit erproben. Meine Persönlichkeit in diesem Moment. Ich bin ganz bei mir und ich kann den anderen neben mir stehen lassen und ich interagiere, aber ich gehe nicht in diese Macht rein. Und dafür habe ich noch einen zweiten Filmschnipsel, auch wieder so ein Minütchen mitgebracht, wo das nochmal genauso sichtbar wird, aber in einer völlig anderen Situation. Und die Kinder sind noch ähnlicher gleich alt. Und auch das würde ich Ihnen gerne noch einmal zeigen, weil es diesen Aspekt wunderbar sichtbar macht. Ganz freundlich war es eigentlich gemeint, die Einmischung von dem kleinen Mädchen. Den Laster aufgehoben und gegeben. Protest hatte es zur Folge. Heftige Resonanz. Und sie hat reagiert mit Emotionsregulation und so einer tiefen Entschuldigung. Haben Sie den Blick gesehen, dieser tiefe Blick runter? Für so ein kleines Kind eine wahnsinnige Leistung, das schon hinzubekommen. Nicht in Tränen auszubrechen, nachdem ich so hart angegangen wurde,
sondern mich selbst in diesem Moment im Griff zu haben, mich sogar noch zu entschuldigen und verstanden zu haben, dass er es nicht wollte. Die Kinder waren in einem Parallelspiel, was ganz typisch ist für dieses Alter. Er hat die Flugkraft ausprobiert. Wenn ich mit Schwung den Laster von oben runterkralle, knalle, wie weit fliegt er? Welches Geräusch produziert er? Und dann dieses Runtergehen und wieder aufheben. Und das hat sie einfach unterbrochen. Sie sind sich in die Quere gekommen beim Spiel, was ganz typisch ist. Es wäre spannend zu sehen, wie die Situation ausgegangen wäre, wenn wir als pädagogische Fachkraft da reingegangen wären, interveniert hätten. Aber so haben wir jetzt zugeguckt und die beiden sind in Resonanz gegangen miteinander über ihre Interaktion, weil ihre Sprache ja noch gar nicht da war. Pfft, hat er gemacht. Ja, weil die Worte ihm fehlten und er hat das benutzt, was er konnte. Seine paraverbale Möglichkeit, in Kommunikation zu kommen, gepaart mit seinen nonverbalen Möglichkeiten. Die Interaktion war die Brücke und sein Instrument zugleich. Er ging in Resonanz mit diesem Kind. Und diese feine Abstimmung zwischen diesen beiden, das meint in Resonanz gehen. Das bedeutet auch ein möglichst kontinuierliches Einschwingen auf der gleichen Wellenlänge. Denn gerade unerwartete Dinge, unerwartete Interaktionsverläufe produzieren wieder ganz neue Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen. Und das konnte man hier auch gut sehen. Die haben danach zusammen gespielt. Die haben getanzt. Sie haben etwas aufgegriffen, was sie im Alltag erlebt haben mit ihren pädagogischen Fachkräften. Dazu waren sie in der Lage, weil das Parallelspiel über dieses in Interaktionskommen gelöst wurde. Dieser kleine, zarte Fingerabdruck, den das Mädchen gemacht hat, war die Anbahnung dafür, ein Zeichen geben. Hier sollst du dich hinsetzen, wenn du fertig bist mit deinem Spiel. Dafür hat sie auch keine Worte benutzt. Sie hat es aufgezeigt und er hat es wahrgenommen und er hat es hinterher auch gemacht. Es gibt einen Begriff dafür, was wir jetzt gerade gesehen haben. Vielleicht kennen Sie ihn schon. Das ist der sogenannte Toddlersteil. Das ist eine Bezeichnung für Dialoge ohne Worte, eine besondere Sprache gerade der Ein- und Zweijährigen. Die norwegische Forscherin Gunnova Løkken bezeichnet das, weil sie ist Kindheitsforscherin und sagt, Toddlersteil kommt eigentlich von Toddler aus dem Englischen. Das ist die Gangart, wie die Ein- und Zweijährigen, wenn sie gehen, ja genau, hin und her toddeln, Toddler. Wir im Deutschen haben da also gar keinen Begriff für, wir sagen Kleinkinder. Und sie hat an diesen Toddler noch das Teil angedockt. Sie sagt nämlich, nicht nur die Gangart ist besonders in diesem Alter, auch die Interaktionsart und die Sprache, also die Kommunikation der Kleinen. Und der Toddlersteil, der sagt, der ist, dass eben hauptsächlich der Körper, die Körpersprache benutzt wird, die Interaktion, um miteinander in Kommunikation zu kommen. Denn die Sprache schaltet sich erst hinterher ein. Die Kinder haben einen guten und reich, groß gefüllten Wortschatz im Kopf. Aber ihre Ausdrucksweise, ihre aktive Sprache, die ist noch nicht so greifbar. Da sind noch wenige Worte, die sie schon nutzen können. Sie verstehen schon sehr viel. Deswegen konnten die beiden Kinder in dieser Interaktion gerade auch miteinander in Kontakt kommen und sich arrangieren. Und gleichwohl fehlte ihnen aber die Sprache als Handwerkzeug. Also nutzten sie die Interaktion. Und diese Dialoge, diese Körperbetontheit, dieses Miteinander sich eingrooven über den Körper und über die Interaktion, das ist der Toddlersteil. Und wenn wir jetzt sagen, okay, das ist im Alltag ganz häufig zu beobachten, dass Interaktionen von Kindern zu Konfliktanlässen führen, dann ist das besonders häufig natürlich bei den Kindern unter 3. Konfliktanlässe entstehen, dadurch, dass sich Kinder ins Gehege kommen. Das fängt manchmal schon mit 8 Monaten an, wenn die Neugierde und die Exploration sie veranlasst, ein Spielzeug zu nehmen, es zu begreifen, indem sie danach greifen und dann hat der eine es und der andere will es haben. Oder mit 14 Monaten, wenn das geweckte Bedürfnis "Ich auch" kommt. Der eine hat das gerade und jetzt will ich das auch, weil ich das gesehen habe. Oder beispielsweise ab 22 Monaten dann Besitz und Hierarchie. Wer bestimmt hier eigentlich? Wer setzt sich durch?
Und diese entwicklungsbedingten Konfliktanlässe werden immer auch durch Interaktionen ausgelöst, eingeleitet und begleitet. Und deswegen ist es für uns manchmal auch ganz schön schwierig, wenn wir aus der Entfernung da drauf gucken, ganz gut zu gucken, was wollen die Kinder uns denn sagen? Was ist es denn eigentlich? Wann gehen wir rein? Wann warten wir ab? Und damit pendeln wir uns auch ein in die Interaktion. Wir überlegen, wann muss ich mich ganz bewusst zurücknehmen? Wegnehmen aus der Situation. Ich bin zwar noch anwesend, aber ich gebe das ab in die Verantwortung der Kinder, auch wenn sie noch so klein sind. Wann gehe ich bewusst rein? Wann gehe ich bewusst rein über eine Geste, eine Mimik? Wann gehe ich bewusst rein über ein Wort, über eine Anweisung, einen Appell, eine Frage? Das Was und das Wie gehen immer Hand in Hand. Und deswegen haben wir auch unterschiedliche Möglichkeiten, um mit Kindern in Interaktion und Kommunikation zu gehen. Wir haben unsere verbale Kommunikation, unsere Sprache, das wichtigste Handwerkzeug. Fragen, die Türen aufmachen bei Kindern, weil wir offene Fragen stellen und sie einladen, mit uns in Kommunikation zu kommen. Wenn wir gemeinsam langanhaltend nachdenken. Wir haben aber auch unsere paraverbale Kommunikation, unsere Möglichkeiten, wenn wir die zum Beispiel bei einer Bilderbuchbetrachtung nutzen oder einer Erzählgeschichte, indem wir nämlich nicht etwas sagen, sondern indem wir machen oder oh. Das Kind guckt erstmal, was hat sie denn? Und dann sagt er, hat du? Ja, guck doch mal. Und dann lenke ich den Blick und ich teile die Aufmerksamkeit. Shared attention, gemeinsame geteilte Zeit, gemeinsam geteilter Augenblick. Und das ist manchmal beim Frühstück in der Situation, beim Wickeltisch in der Situation oder ganz normal im Außengelände. Ich bin gerade etwas am Machen und dann verharre ich. Und durch meinen Hey, halten die Kinder an, erstarren und gucken. Da habe ich noch nichts gesagt und doch schon viel getan. Weil ich habe die Spielsituation unterbrochen. Ich bin reingegangen und dann wenden sich die Kinder mir zu. Und manchmal wenden sich die Kinder mir zu, indem sie etwas einfordern, nämlich einen sozialen Blickkontakt. Sie tun etwas, sie benutzen etwas und den Moment, bevor sie weitermachen, gucken sie uns an. Was macht der? Nickt der? Lächelt der mich an? Macht die? Und die Kinder wissen, jetzt lässt es mal lieber. Und so kriegt man auch manchmal als pädagogische Fachkraft Rückmeldungen von Eltern, die dann sagen, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben da 20 Kinder im Stuhlkreis sitzen, die machen alle, was sie wollen, jeder hört zu und sie gucken nur und dann wissen die schon Bescheid. Ja, das ist die pädagogische magische Kraft. Nein, das ist, weil sie die Kinder kennen, sie sind vertraut mit ihnen, sie wissen, wer vielleicht besser näher an ihrer Seite sitzt, wenn eine größere Gruppe dabei ist, wo sie hin und wieder vielleicht mal eine kurze Berührung machen, weil die Haut unser größtes Sinnesorgan ist und über die Berührung das Kind sofort einen heftigen Impuls kriegt. Und wo sie manchmal nur gucken in der Gruppe und gar nichts sagen und Blickkontakt aufnehmen und halten und dann machen oder ein kurzes Nicken. Und dieses kurze Nicken und der Blick, der sagt mehr als 1000 Worte. Und deswegen ist die Interaktion so wichtig und wertvoll für die Kinder. Und manchmal können wir gar keine Worte dafür benutzen, für das, was wir sagen wollen. Vielleicht kennen Sie so Situationen, wo wir uns nur noch der Mimik und der Gestik, dem Blickkontakt oder der körperlichen Nähe bedienen können. Denken Sie jetzt gerade an die Situation, in der wir sind, mit den vielen Kindern, die jetzt zu uns kommen mit Fluchterfahrung aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine. Da kann ich über Worte das gar nicht ausdrücken, weil mir die Worte fehlen, ich die Sprache nicht spreche. Aber dann ist mein Gesicht mein Instrument, meine Interaktion. Wie ist meine Haltung, meine Körpersprache? Wie lächle ich? Was sagen meine Augen? Und manchmal reicht eine Geste, wie hier auf dem Bild. Diese Geste kann sagen, ich bin bei dir, wenn du mich brauchst. Ich kann verstehen, dass du gerade so traurig bist. Ja, ich habe das eben auch erlebt. Mir ging es ähnlich.
Ja, ich bin bei dir. Es kann aber auch sagen, ich schütze dich, ich halte dich, ich bin da, ich halte das gemeinsam mit dir aus. Die Geste kann aber auch sagen, gleich wird's wieder besser. Gleich werden wir wieder zusammen etwas unternehmen. Die Geste kann aber auch sein, ja, ruh dich aus bei mir. Bei mir brauchst du dich nicht zu fürchten. Oder. All dafür brauchen wir ganz viele Worte, aber nur eine Geste. Und deswegen ist die Interaktion so kostbar, so wertvoll und so ein wichtiges Instrument in unserem pädagogischen Alltag. Erwachsene können mit Worten natürlich auch innere Bilder im Kopf entstehen lassen, in denen sie in Erzähldialoge mit Kindern eintauchen, Fantasiereisen ermöglichen, indem sie ausschmückend erzählen, schöne Wörter benutzen und auch neue Wörter mit einbringen im Alltag. Deswegen ist das alltagsintegrierte, an den Interessen der Kinder angelegte auch so wertvoll und kostbar. Und gleichsam kann durch das, was wir sagen, es für Kinder in eine enorme hohe Bedeutung kommen. Und manchmal ist aber die Geste, der Blick genauso kostbar und wertvoll. Und deswegen würde ich noch einmal auf die Beziehungsstärkung gucken. Die Beziehungsstärkung im Alltag heißt, ich nehme mir Zeit. Sie haben heute schon häufiger von mir den Begriff des Zeitwohlstandes gehört, weil er gerade so wichtig ist. Auch jetzt, wenn Kinder zu uns kommen mit unterschiedlichen herausfordernden Erlebnissen in ihrem so jungen Leben. Zeit zu haben, anzukommen, da zu sein, willkommen zu sein. Zeit zu haben, mich wieder irgendwie neu und auch anders einzuleben. Und wenn ich auch keine Fluchterfahrung habe, ich komme aber aus einem anderen Land, ich spreche die Sprache nicht, ist es genauso. Oder ich habe etwas zu Hause heute Morgen beim Frühstück erlebt, was für mich nicht so schön war. Und jetzt komme ich in die Kita und da ist jemand da und das Erste, was ich erlebe, der lächelt mich an. Ja. Körperkontakt. Gehalten werden, gewiegt werden, berührt werden, aber auch mal ein Spaßkämpfchen, ein Raufen, ein Knuffen. Erleben, du bist da, du bist aus Fleisch und Blut. Du musst nicht immer perfekt sein, du musst nicht jeden Tag gut gelaunt sein, aber du musst bei mir sein. So wie du bist, echt und authentisch. Und das, was du sagst, muss mit dem Tun und dem, wie du dich zeigst, übereinstimmen. Konkurrent. Sei nicht inkonkurrent. Das verwirrt und irritiert Kinder. Und Beziehungsstärkung ist gerade jetzt in dieser Zeit, nach dem, was Kinder in den letzten Jahren erlebt haben, unheimlich wichtig. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass mein Vortrag unter dieser Überschrift stand, der Interaktion als Schlüsselrolle für gelingende Beziehungsqualität. Und so möchte ich zum Ende kommen. Ich habe Sie nochmal in den Mittelpunkt gerückt, jetzt am Ende. Sie, die Erzieherinnen und Erzieher, ich würde jetzt sagen, die Bezieher und Bezieherinnen, die Resonanzerzeugerinnen, die Resonanzdesigner und Designerinnen. Vielleicht nehmen Sie diese Begrifflichkeiten mit in Ihre Teams, in den Austausch, vielleicht auch mit Blick auf die Didakta, was jetzt so noch vor Ihnen liegt. Vielleicht begegnen Sie hin und wieder jemanden auf dem Flur und lächeln ihn einfach mal an und gucken, was passiert. Gehen in Resonanz, es passiert mit Sicherheit etwas, das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen. Entweder guckt er irritiert weg oder lächelt zurück. Oder spricht Sie gar an, wer weiß, was für Begegnungen möglich werden. Beziehungsgestaltung ist ein ganz zentrales Instrument unserer Pädagogik, unseres pädagogischen Handelns. Daher können sich Erzieherinnen und Erzieher ruhig Bezieher und Bezieherin nennen. Vielleicht ist sogar diese Berufsbezeichnung als Fachkraft im Bereich der frühkindlichen Bildung, in der Beziehungsgestaltung noch viel trefflicher und auch wertschätzender für das, was sie jeden Tag leisten. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die pädagogisch wirksam Interaktionen Tag für Tag gestalten, aufnehmen, erweitern, für Beziehungen sorgen, die Kinder ein Leben lang begleiten, mit ins Erwachsenenalter hinein. Vielleicht denken Sie hin und wieder an jemanden zurück, den Sie als Kind begegnet hätten, der Ihnen in Ihr Beziehungsgedächtnis eingebrannt ist, wo Sie gesagt haben, da habe ich so viel von mitgenommen. Den möchte ich ein Leben lang behalten, auch wenn er nicht immer anwesend ist. Und gerade auch mit Blick auf die Eltern
ist es vielleicht im Moment eine gute Sache, nochmal darüber nachzudenken, wie können wir auch mit ihnen in Resonanz gehen und Beziehungsgestalterinnen und Gestalter sein, auch wenn Eltern manchmal komisch sind, herausfordernd sind, irgendwie merkwürdig. Sie wollen es auch nur gut machen und stoßen im Alltag sehr oft an eigene Grenzen. Und deswegen wäre vielleicht eine schöne Frage auch für Ihr Team oder Ihre Arbeit, dass Sie überlegen, wie können wir eigentlich verlässlich und wertschätzend Eltern positives Verhalten rückspiegeln, dass wir merken, es ist angekommen, wir haben es gesehen. Weil ganz häufig sprechen wir sie nämlich an, wenn etwas nicht gut läuft. Und auch das ist Resonanz, das Gute zu spiegeln. Wenn Sie Lust haben, dann kann ich Ihnen noch ein paar Bücher zu diesem Thema empfehlen. Ich habe sie auch mit in mein Skript reingepackt. Ich habe sie auch teilweise für diesen Vortrag verwendet. Da lade ich Sie ein, noch weiter drüber zu stöbern. Und würde jetzt auch zum Ende kommen mit meinem Abschlussgedanken, nämlich, dass ich Sie ermuntern möchte, im Alltag Ihrer Kita, im Alltag Ihrer Schule, Ihrer Tagespflege, im U3-Bereich, im Ü3-Bereich, im Hort, wo auch immer Sie tätig werden, seien Sie Resonanzdesignerinnen und Resonanzdesigner. Seien Sie Bezieherinnen und Bezieher, Rinnen und Beziehungsgestalter. Und mit diesem Gedanken möchte ich Sie entlassen, wünsche Ihnen viele gute Begegnungen, interessante Interaktionen und ganz, ganz viele Lächeldialoge. Vielen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Dankeschön.